Okay. Lass mich mal bitte raus. Wer auch immer da draußen ist, mich eingeschlossen hat. Natürlich hat sich das Bild verändert. Ach, es hat sich nicht, doch, es hat sich verändert. Es ist blutig geworden. Wer hat mein Bild vollgesaut? It's too late. Too late. Too late. Ja, danke. Ja, too late. Too late, too late. Too late, too late. Die rausgerissene Seite ist immer noch da. Ich habe ein Klicken gehört und ich nehme an, die Tür ist wieder offen. Okay. Okay, ich sehe schon. Wir haben eine ganz gerissene Oma hier. Oh Gott, was ist das für ein Geräusch? Oh nein, da hängt jetzt doch jemand. Ach Gott. Wer hängt denn da? Kann ich doch eh, ich kann eh nichts machen hier. Ich sehe es auch nicht. Sieht so aus. Ach, das war das Bild. Da, sie wurde nicht jemand von einem Pfeil erschlagen, sondern die Oma hat die Tochter einfach runtergehangen. Ach, Alter. Was für eine brutale Oma. Und da hängt sie nun ein bisschen ab. Ich nehme an, ich kann in die Geschichte eindringen. Ich kann nicht in die Geschichte eindringen. Die ist jetzt einfach nur am Hängen. Ich nehme an, ich muss sie von vorne begutachten. Naja, geht eigentlich von der Statur her. Ein bisschen zu jung, aber. Ach Gott, dann komme ich nicht mal hier vorbei. Soll ich dich runterholen oder hängst du hier ein bisschen länger rum? Ach, oh, ich kann wieder in die Geschichte eindringen. Puh, da fühle ich mich gleich besser. Und das sieht man, die Oma. Mit der Tochter am Streiten. Und da fällt sie. Und auf einmal ist ein Strick da. Nein. Und wieder zurück in die Geschichte. Also in die Wirklichkeit. Und ich nehme an, hier ist jetzt eine Puppe. Nein. Keine Puppe. Wir brauchen aber eine Puppe. Hallo? Tab habe ich jetzt Inventar, Poison Plüsch. Aber wo ist jetzt die Puppe von. Ach so. Ach so. Ich krieg die wahrscheinlich hier nicht. Also muss ich hochgehen. Okay. Nichts leichter als das. Ist ja nicht so, dass mich irgendwas angreifen würde, ne? Hanged Plüsch. Okay. Krieg ich hin. Die Tür ist natürlich immer noch zu. Hier drin sollte sich nichts getan haben, außer das blutige Gemälde von uns oder jemand anderem. Ich nehme an, da vorne ist ein Blatt Papier. Und das ist einfach nur unser Tisch. Ach, wann haben wir denn wirklich das Strom, ne? Es wird doch langsam Zeit. Frage ist, was ist jetzt mit dem dritten passiert? Da ist nämlich noch ein Kind. Bis jetzt haben wir keine Informationen davon erhalten. Im Bad ersoffen? Na, eher nicht. Ja, toll. Wo geht's jetzt hin? Hier rein? Wie ist dazu? Ich kann nicht sprinten oder so. Es sind immer noch zwei Schälchen da. Die Tür ist auch zu. Warte, da links, da war ja noch so ein. Ach, die war ja auch zu. Hier vielleicht? Nein. So eine Aufziehtaschenlampe ist echt praktisch. Sie geht auf jeden Fall nicht aus, wenn man genug kurbelt. Ja toll, und jetzt? Ich brauche ein bisschen Hilfe hier. Hier ist ja keine, geht's ja gar nicht weiter. Ich geh mal hier rein. Ich war ja schon. Too late, too late, too late, too late, too late, too late, too late. Es ist ein hilfreiches Buch. Wenn der Wecker mal nicht klingelt, stehe ich auf und denkst so, ah, heute mal wieder malen. Ach, verdammt, ich muss ja arbeiten.
Ich rede irgendeinen Scheiß, damit ich hier ein bisschen den Puls runterdrehe. Aber funktioniert. Vor allem auch, weil jetzt einfach nichts mehr passiert ist, die letzten paar Minuten. Hallo? Wenn es hier nicht weitergeht. Soll ich vielleicht mal den Schrein begutachten? Könnte ich ja machen. Ich meine, das ist der einzige, der hier bunt leuchtet, wegen zwei Kerzen. Die eine versetzt, die beide ein bisschen daneben aussehen. Na gut, dann... Ich kann ja nicht mal beten. Also es geht nicht mehr, das meine ich damit. Ich könnte wahrscheinlich schon. Ah, hier ist nichts Neues. Ist der Fernseher? Ne, der ist auch immer noch genau gleich. Da gar kein Input. Wir haben auch gar kein wir haben auch gar kein Kabel dran. Wie soll der Fernseher gehen ohne Strom? Gibt's hier, habe ich irgendwas in dem Haus noch nicht durchsucht? Ich meine, hier... kann ich ja wieder zu. Diese furchterregenden Schubladen. Aber hier sollten eigentlich auch leer sein. Komm, mach mal auf. Und jetzt die Furcht... Ach Gott. Ach nee, warte. Das hier ist... Ach, das war abgeschlossen. Ja, und jetzt? Puh, jetzt mal, wenn ich umdrehe, dreht einfach mein Herz ein Stück lauter. Ach. Ja, okay. Hinterm Bad. Irgendwas habe ich verpasse ich. Irgendwas Wichtiges. Ich weiß nur nicht was. Weil die Tür ist zu. Gab's irgendwo noch ein... Ach so, hier gab's noch irgendwas. Ah, ein Schlüssel. Okay, vielleicht für die Tür? Natürlich, ein Universalschlüssel. Eine blutige Zeitung, wieso nicht? Ach Gott. Okay, zum Glück kann man die nicht öffnen. Every Chinese woman found multiplied in home... Catatonic? Was? Catatonic? Child. Ich weiß nicht, was Catatonic für ein Wort. Mein Englisch ist nicht so gut. Auf jeden Fall... scheint das Zimmer der Großmutter zu sein, ne? Oh, hier ist ein Kästchen. Ein weiterer Schlüssel. Wir kommen der Sache näher, meine Freunde. Ungewollt. Ist es nicht vielleicht der Hausschlüssel und ich kann gehen? Natürlich nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Hier war noch zu, ne? Okay, hier ist immer noch zu. Wo brauchte ich noch einen Schlüssel? Oben auf jeden Fall. Aber hier war alles okay sonst. Ja gut, dann gehen wir mal hoch. Nee, das Zimmer, was noch abgeschlossen war. Ah, ich sehe schon. Da tut sich schon mehr. Ich kann das Ganze aktivieren. Da ist irgendwas Leuchtendes. Erstmal lesen. Ach, die Badewanne. Ich sehe schon. Der Kleine mit der Großmutter in der Badewanne. Und irgendein Brett hat er da. Vielleicht eine Zeichnung. Ah, wir können... die Sammlung vervollständigen. Aber was ist das hier? Das raff ich nicht. Wahrscheinlich dreh ich um und da ist jemand. Lass mal hochdrehen, die scheiß Taschenlampe. Ach, natürlich runter. Ich weiß ja, wohin es geht. Mach dir keine Sorgen. Und da wurde er ertränkt. Na, dann gehen wir mal runter, oder? Ich weiß ja, wo es ist. Das ist ja mein Haus. Ich kenne mich blendend aus. Ach Gott. Nicht? Hä? Habe ich mich geirrt? Er kann ja nur... Kann er im Waschbecken ersoffen? Nee, oder? Nee. Das wäre ein bisschen... Nee. Glaube ich nicht. Obwohl, es könnte auch das Waschbecken gewesen sein. Von den Fliesen an den Wänden her...
wird's hinkommen. Aber irgendwas stört mich einfach noch. Ich bin hier runtergegangen. Das war der letzte Hinweis, den ich gefunden habe. Ich gehe nochmal kurz hoch, aber ich nehme nicht an, dass ich hier irgendwas finde. Dann gehen wir halt mal runter. Die Frage ist nur, und jetzt? Was? Müsste nicht oben noch ein Schlüssel sein? Vielleicht ist das da hinten der Tatort. Dann fehlt mir aber noch ein verbleibender Schlüssel und der wird wahrscheinlich im letzt geöffneten Raum sein. Also ich nehme an. Irgendwo hier muss doch noch ein Schlüssel rumliegen. Ich kann nicht das hier, oder? Nee, da passiert nichts. Ich sehe auf jeden Fall auch keine Schlüssel hier drin. Nur ein bisschen alte Tapete. Und jetzt? Was mache ich jetzt? Ich suche mal die Wände weiter nach einem Schlüssel ab. Wer weiß, vielleicht finde ich ja etwas. Es ist definitiv unten. Das heißt, irgendwo hier unten muss noch was leuchten. Nicht in Omas Zimmer. Auch hier ist nichts Besonderes drin. Ist die Tür jetzt möglicherweise offen? Nee, die ist immer noch zu. Hätte mich ja schon gewundert. Wir verpassen irgendwas. Irgendwas Wichtiges. Es ist garantiert hier drin. Aber nur... wo? Oh. Da ist nicht zufällig ein Schlüssel drin, oder? Nee, das wäre ein bisschen eklig. Mach mal die Tür zu. Ah! Oh nein! Mach die Tür wieder auf! Oh Gott, mach die Tür wieder auf. Na, ah, ich hab's gewusst. Da schwimmt jetzt ein kleines Baby drin. Also ein Kind. Ein Kleinkind. Ja, zeigen wir mal deine Albträume. Oh nein, nicht, nee. Alter, war wäre nicht nötig gewesen. Und da sieht man die Oma, wie das Kind ersäuft. Und das Kind ist tot. Und alles geflutet und Wasser. Ja, die Träume sind ein bisschen... Okay, jetzt wird's gefährlich. Weil ich habe das Gefühl, irgendwas... Wir haben jetzt drei Güren. Drowned Plush. Das heißt, jetzt geht's an die Omi. Und irgendwo ist auch noch der Geist dieser alten Kackbratze hier. Oh Gott, ey. So, erstmal. Ach, ist ja nur ein Kindergeburtstag. Mach die Tür bitte zu. Und das wäre dann die Omi, oder? Und ich bin ganz alleine und weine. Es gibt gar keine Rückseite. Die Musik ist gut. Ich bin der letzte Überlebende. Oh Gott. Was ist das für eine Musik? Na, ich weiß, es ist zu spät. Ah, oh, Alter! Nein! Die Omi am Fernsehen. Das, ja, man glaubt's doch nicht. Nein! Alter! War's das? The Blight. Oh, Alter! Oh. To be continued in the next episode.
Restart, Exit, Alter. Ah. Okay. Naja, wenn ich ein Update, wenn ich höre, dass es eine nächste Episode gibt von dem Spiel, schaue ich auf jeden Fall mal rein. Aber für heute habe ich auf jeden Fall genug Puls gehabt. Ach, die Taschenlampe. Wir haben die Taschenlampe immer noch, aber sie liegt jetzt einfach da. Alter. Ich muss sagen, das Spiel war schon sehr geil. Mit den ganzen Effekten und so. War jetzt nicht so... Wenn ich gewusst hätte, was es für ein Spiel war, wäre es vielleicht nicht so gruselig gewesen. Ja, doch ein bisschen. Aber auf jeden Fall ein guter Indie-Titel für zwischendurch. Ein bisschen Horror schadet nie, außer dem Herzen. Und vielleicht auch der Seele, man weiß es nicht. Ich würde sagen, okay, ich verabschiede mich mal. Und wir sehen uns beim anderen Let's Play wieder. Bis zum nächsten Mal.